Es war vor gar nicht mal so langer Zeit, in dem immergrünen Tal, das der brachiale Bronco und die heilende Lysatria ein Gasthaus geschenkt bekommen haben. Das musste natürlich gefeiert werden und so wurden auch ihre alten Freunde Snarf und Willibert eingeladen. Aber es wäre eine verdammt langweilige Geschichte, wenn sie hier schon enden würde. Natürlich kam alles ganz anders. Am Tag der Eröffnungsfeier wurde ein Abriegelungszauber über das Dorf gelegt. Unsere vier Recken sammelten all ihren Mut und auch das bisschen Intelligenz zusammen, um den Zauber zu brechen. Eine große Feier folgte. Hier könnte die Geschichte jetzt enden, aber natürlich tut sie das nicht. Denn auf jede große Feier folgt ein schlimmer Kater. Nein, keine Katze, sondern ein Drache. Ja, eines dieser feuerspeienden Viecher, das Rinder verschlingt und auf Schätzen setzt. Der gesunde Menschenverstand gebietet, sie entweder zu bekämpfen oder sich von ihnen fernzuhalten. Es war also nur logisch, dass unsere vier Helden sich entschlossen haben, sich mit ihm anzufreunden. Die Dorfbewohner wollten aber seinen Kopf. Nur mit viel List gelang es ihnen, sie davon abzuhalten. Nun wäre ein gutes Ende, aber hier stehen noch mehr Zeilen, die ich vorlesen muss. Denn Siegrichs Armee marschierte auf das Dorf zu. Ein Ablenkungsmanöver, wie unsere vier Freunde schnell herausfanden. Die Soldaten sollten für viel Lärm sorgen, während ihr Anführer im Hafen anlegen wollte. Dort erwarteten sie ihn bereits, fanden aber nur ein Schiff voller Leichen vor. Jetzt steht hier auch noch irgendwas von Penisraupenhabitat. Was ist das eigentlich für ein Quatsch? Das ist doch kein Meer. Ist ja gut, ich lese schon weiter. Die vier fanden heraus, dass Siegrich eigentlich Timmys Vater ist. Der gute kleine Timmy, Freund und Maskottchen der Truppe. Das gemeinsame Kind, das sie nie haben werden. Sein Vater wurde von Piraten entführt und weil ihnen Timmy so am Herzen liegt, machen sie sich auf den Weg, ihn zu befreien. Das alles gipfelt in einem epischen Kampf, in dem unsere Helden, es wird nach diesem Text niemanden mehr wundern, fliehen müssen. Ein magisches Portal führt sie an einen seltsam vertrauten Ort. So, und jetzt ist Ende. Was ist das? Der offizielle Horde-Comic. Jetzt vorbestellen.